Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, hier mir ein bisschen zuzuhören, wenn ich dir etwas erzähle über das weise Universum der Muschelspiralen. Darüber kann man ganz viel erzählen, und wenn du den Kurs bei mir besuchst, wirst du auch ganz viel darüber erfahren. Vor allem wirst du viel erleben, weil das ja etwas ist, was ich dir übertrage, diese Energien der Muschelspiralen. Jetzt hier kann ich einfach nur ein kleines bisschen eine Einleitung machen, eine Einführung, das dich vielleicht neugierig macht und dir Lust gibt, etwas zu lernen, zu erleben, was du tief im Inneren schon kennst. Wie kann das sein? Spiralen. Wir kommen alle aus Spiralen, genauer gesagt aus Galaxien. Wir bestehen alle aus der gleichen Materie wie Sterne. Es gibt nur eine Materie und die hat sich gebildet vor Milliarden Jahren im Universum, sich drehend, ellipsenförmig, spiralförmig nach oben und immer weiter und immer weiter, und das Universum macht das immer noch. Wir sind gespeist von diesen Galaxien, von diesen sich drehenden Energien. Unsere DNA ist eine Spirale. Wir haben Spiralen in unseren Haarwurzeln. Wir haben Spiralen auf unseren Fingerspitzen, auf jeder einzelnen, auf unseren Zehenspitzen. Unsere Ohrmuscheln sind Spiralen. Und ich hole deswegen aus, um eben auf die Muschelspiralen zu kommen. Die winzigen Weichtiere, die sich am Boden des Ozeans bewegen und von dem Tanz der Wellen und von dem Pulsschlag der Erde beeinflusst sind, bilden spiralförmig ihr Gehäuse, ihre Knochen, so wie wir unsere Knochen bilden. Und es geht hier bei diesem wunderbaren Kurs und bei dieser wunderbaren Arbeit mit den Muschelspiralen nicht um die Krafttiere die kleinen Mollusken ja bestimmt auch sind. Es geht in diesem Fall einfach um die Spirale, um die Frequenz, um die Schwingung, um die Heilenergie, die in jeder dieser Spiralen enthalten ist. Und da ich von Sabi Barnes, einer amerikanischen Meisterlehrerin, dafür initiiert worden bin, diese Arbeit weitergeben zu dürfen und anwenden zu können, möchte ich dir da einfach jetzt ein bisschen was noch darüber erzählen. Wir sind umgeben von diesen Spiralen. Nicht nur am Nachthimmel, sondern zum Beispiel auch in der Natur. Jedes Blütenblatt, wenn du mal genau schaust, entfaltet sich spiralförmig. Wir sehen Schnecken, die die Spirale auf ihrem Rücken herumträgt. Beobachte mal Bäume, Blätter, Farne, wie alles sich spiralförmig entfaltet. Du hast bestimmt schon, wie jeder, wie ich auch, wenn du am Strand warst, gerne Muscheln aufgehoben und sie ans Ohr gehalten und dann ein Rauschen gehört oder auch kein Rauschen gehört. Aber auf jeden Fall hat dir so eine Muschel am Ohr immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil diese Spiralbewegung der Muschel, diese Schwingung direkt Kontakt aufnimmt mit deiner Seele, mit deinem Herzen. Und das, was ich da gelernt habe und weitergeben darf, ich glaube, es sind 240 verschiedene Frequenzen, Spiralen, Muschelspiralen, die ich dir in deine Hände aktivieren kann, sodass du mit diesen Spiralen
arbeiten kannst, dir selbst Heilimpulse geben kannst und dann auch anderen. Ich habe mich auf der Stelle in diese Arbeit verliebt und deswegen schwärme ich hier natürlich auch davon. Es ist eine Heilarbeit, eine energetische, die sehr, sehr rasch und leicht ihre Wirkung tut, wenn du damit initiiert worden bist. Probier es aus, es ist wunderbar. Du kannst auch, wie du auf meiner Webseite siehst, kleinere Kurse buchen, sozusagen mal reinschnuppern, sodass ich 3 dieser wunderbaren Muschelspiralen für dich aktiviere oder 9 aus dem imaginären Ozean Fische und zu deinen Themen in 3 Sitzungen dir diese Muscheln gebe, mit denen du dann selbst arbeiten kannst. Wir müssen also jetzt nicht die Ozeane leer fischen, obwohl es schön ist, ein paar Muscheln zu haben. Ich kann dir zeigen, ich habe hier zum Beispiel eine sehr schöne. Oder diese hier. Aber das brauchst du eigentlich nicht. Das Schöne ist, dass du das in die Hände bekommst. Oder du kannst auch die wunderbaren aktivierten Karten benutzen, die bei dem großen Kurs dabei sind. Die sehen dann, ich habe die hier in so einer schönen Tasche aufbewahrt, weil es ja so viele sind. Und die sehen dann zum Beispiel so aus, sind beschriftet, alle wunderschön fotografiert und aktiviert. Und du kannst mit denen wirklich, das ist verdreht, du kannst mit denen wirklich arbeiten. Und ich liebe das. Zum Beispiel an einem Tag dann zu fragen, was ist heute die Botschaft für mich oder was ist das, was ich gerade am wichtigsten brauche. Und dann ist es diese Karte, diese Muschel, diese Frequenz, diese Spirale, mit der ich dann eben arbeite. Und so mache ich das auch für Klienten. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal dieses Video aufgenommen und dann doch immer irgendetwas nicht gesagt, aber wie vorhin eingangs schon besprochen, es ist eine Arbeit, die du hauptsächlich physisch, auch wenn der Kurs online ist, erleben wirst. Sie geht durch deinen ganzen Körper. Gut, ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn du Interesse zeigst. Danke, dass du hier zugeschaut hast und dir das angehört hast. Und alles Gute für dich.